Hallo Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Nanas Einladung. Es ist ein schöner Tag und die kleinen Busse sind auf dem Land. Ich liebe den Geruch der ländlichen Gegend. Es ist toll, die schönen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ja, das haben wir meiner Freundin Nana zu verdanken. Hallo, Tayo. Ich möchte dich und deine Freunde in unser Busdepot einladen. Ihr kommt doch, was? Oder? Hallihallo! Oh? Tayo! Hier drüben! Es ist Nana! Los geht's! Oh? Okay. Hallo alle miteinander. Hallo! Ich stelle euch mal vor. Das ist Larry, unser Boss. Und das ist Champ. Schön, euch kennenzulernen. Und das ist Coco, mein Jugendfreund. Hallo. Danke, dass du uns alle eingeladen hast. Du bist also Tayo. Danke, dass du Nana in der Stadt geholfen hast. Nichts zu danken. Das ist also Tayo. Ich traf einen Bus namens Tayo in der Stadt und er war so nett. Für mich sieht er wie ein ganz normaler Bus aus. Ohne Tayo wäre ich in großen Schwierigkeiten gewesen. Ich sehe nicht, was so toll an ihm ist. Na dann, viel Spaß mit deinen Freunden, Nana. Wir gehen zur Arbeit. Danke. Wo fahrt ihr denn hin? Es ist Erntezeit. Also helfen wir auf der Apfelfarm aus. Das klingt toll! Könntet ihr uns denn mitnehmen? Es ist Erntezeit. Hurra! Die kleinen Busse fuhren mit, um auf der Apfelfarm zu helfen. Also müssen wir die Äpfel in diesen Wagen transportieren? Ja, warum sehen wir nicht, wer schneller ist? Okay. Los geht's! Ich werde nicht verlieren. Wuhu! Warte, Rogi! Oh nein! Diese Typen denken wohl, dass sie nur zum Spielen hier sind. Moment! Wenn ich mich richtig anstrenge, rage ich neben Tayo heraus. Oh, Tayo! Tut mir leid, ich habe die ganzen Äpfel fallen lassen. Das ist okay. Heben wir sie auf, eine nach dem anderen. Aus dem Weg! Wow! Wow, Coco, das war super! Stimmt! Besser als diese komischen Stadtbusse. Coco! Du hast uns beide mit Staub bedeckt. Oh, so hatte ich das nicht geplant. Was ist denn los? Tayo, sieh mal! Ach, das ist doch nur ein kleiner Frosch! Der ist doch gar nicht beängstigend! Schau, er entkommt! Hier, kleiner Frosch! Hier, kleiner Frosch! Eine Schlange! Alles in Ordnung, Tayo? Was? Ich hab's doch gewusst. Ihr Stadtbusse seid alle Angsthasen. Was? Tut mir leid, dass wir so ein Chaos angerichtet haben, Larry. Das ist schon in Ordnung, Hana. Sowas kann passieren. Wir kümmern uns darum. Warum macht ihr nicht etwas anderes? Etwas anderes? Also müssen wir auf diese Ferkel aufpassen. Kleine Schweinchen, seht mich an! Sie schauen uns nicht an! Wie können wir sie denn bloß hierher locken? Ich hab's! Singen wir ein Lied! La la la, la la la, la 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 la. Hey, sie kommen her! Ich glaube, den Ferkeln gefällt Tayos Lied. La la la,
Kommt her! Grunz, Grunz, Grunz! Grunz, 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 Grunz! Grunz, 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 Grunz! Wow! Puh, alles erledigt. Gut gemacht, Coco. Danke. Ich frage mich, ob Nana das gesehen hat. Tayo, ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, Nana. Sie redet nur mit Tayo. Das ist schon okay. Es war ein Unfall. Nein, es ist nicht okay. Coco? Du solltest aufhören zu helfen. Du hast uns nur Ärger gemacht. Was? Coco, das war nicht sehr nett. Du weißt, dass ich recht habe. Tayo, der kleine Bus. Kopf hoch, Tayo. Ja. Ich glaube wirklich, dass Coco mich hasst. Tut mir leid, Tayo. Aber Kopf hoch. Ich nehme dich jetzt zu einem coolen Ort mit. Einen coolen Ort? Aha. Ich bringe dich zu einem Hügel, wo es viele Glühwürmchen gibt. Sie sind nachts wirklich hübsch. Wirklich? Ja, ich bringe euch alle hin. Nein, das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht zu dem Hügel fahren. Dort ist es sehr gefährlich. Was? Wovon redest du? Warte, Nana. Coco, was ist denn mit dir los? Du warst den ganzen Tag gemein zu mir. Und jetzt darf ich mir nicht mal Glühwürmchen anschauen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich will zurück nach Hause. Hallo. Tayo. Coco, was ist denn mit dir los? Ich bin enttäuscht. So habe ich das nicht gemeint. Ich glaube, Nana ist wirklich wütend. Aber ich war wohl ziemlich gemein zu Tayo. Okay, ich werde mich bei Tayo entschuldigen. Tayo! Oh nein! Sind Sie schon zurück in die Stadt gefahren? Coco! Was machst du denn hier? Oh, Hana, bist du nicht mit den anderen nach Hause gefahren? Nein, bin ich nicht. Sie sind doch mit Nana zu den Glühwürmchen gefahren. Was? Nein, das können sie nicht. Wir müssen sie aufhalten. Was ist los, Coco? Auf dem Hügel sind Wildschweine, also habe ich dort Fallen aufgestellt. Sie könnten sich alle wirklich verletzen. Was? Nur noch ein bisschen weiter, kommt schon. Okay, warum hat Coco uns gesagt, wir sollen nicht herkommen? Mach dir da keinen Kopf. Er wollte nur gemein sein. Ich war schon so oft hier. Alles wird gut gehen. Seht euch das an. Das sind Glühwürmchen. Da drüben sind noch viel mehr. Wirklich? Beeilen wir uns. Kein Problem. Ich hätte das gar nicht gewusst, wenn Coco es mir nicht gesagt hätte. Coco? Wie auch immer, Tayo. In diesem Zustand kannst du wirklich nicht zurückfahren. Was sollen wir tun? Du, Hana? Ich habe ein Ersatzrad auf dem Rücken. Wenn du willst, kannst du es für Tayo benutzen. Einen Ersatzreifen? Wenn er die gleiche Größe ist, sollte es schon funktionieren.
Versuchen wir es. Oh? Und Tayo, wie findest du ihn? Er passt perfekt. Vielen Dank, Coco. Oh, kein Problem. Und es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Aber ich dachte, dass du nur wieder gemein sein wolltest. Das ist schon okay. Mir tut es auch leid, Tayo. Um ehrlich zu sein, war ich eifersüchtig, weil du Nana so nahe stehst. Und ich bin doch ihr bester Freund. Oh, deshalb warst du also gemein. Hm, es tut mir leid. Schaut mal! Seht euch die schönen Glühwürmchen an! Juhu! Wow! Du, Coco. Ja? Tayo ist ein sehr guter Freund. Aber du wirst immer mein allerbester Freund sein. Oh. Wow! Es war ein ganz spezieller Tag für die kleinen Busse. Diesen schönen Ausflug werden sie nie vergessen. Hart, die neue Freundin. Es ist ein schöner, warmer Morgen. Und da sind unsere kleinen Busse. Hallo, Hanna! Hallo, ihr seid alle hier. Oh, was ist das denn, Hanna? Ah, das ist ein Smartpad. Das zeigt mir, in welchem Zustand ihr seid. Und hier sehe ich auch alle Abkürzungen. Außerdem kann ich euch anrufen, wann immer ich will. Wow! Das ist so cool! Oh, hä? Aber das ist das Musical, das ich wirklich sehen wollte. Und es ist morgen. Was mache ich denn bloß? Wo liegt das Problem? Du solltest es dir ansehen. Ja, stimmt. Du hast in letzter Zeit hart gearbeitet. Ja, aber was passiert dann mit der Werkstatt? Aber es ist doch nur für einen Tag. Das stimmt. Okay, dann nehme ich mir morgen einfach frei. Das ist die Autoausstellung. Hier treffen die neuen Autos ihre Familien. Ist das nicht aufregend? Hart, das kleine Auto, hat heute ihren Führerschein erhalten. Sie wartet ebenfalls auf ihre neue Familie. Ich weiß nicht, wie sie wohl sein werden. Was? Also dich mit eine Familie nehmen, da du viele Sitze hast. Wirklich? Zu dir passt jemand, der gerne reist, weil du auf allen Straßen fahren kannst. Das stimmt. Und du wirst jemanden kennenlernen, der cool und gut aussehend ist. Was meint ihr? Wie denkt ihr, wird meine neue Familie sein? Stimmt. Was? Also, ich kann nichts gut und sehe auch nicht sehr gut aus. Also suchen wir jetzt einen Autofreund? Natürlich. Welches Auto nehmen wir denn? Oh, da kommen sie. Kommen sie zu uns? Sie kommen. Sie kommen rüber. Mama, was ist mit diesem Auto? Hast du nur zwei Sitze? Ja. Eigentlich suchen wir ein Auto mit vielen Sitzen. Schatz, in dieses Auto passt die ganze Familie. Gefällt es dir? Wow, das denke ich auch. Möchtest du vielleicht unser Auto sein? Natürlich. Wow. Wow. Du siehst sehr stark aus. Willst du mit mir mitkommen? Ich denke, du passt gut zu uns. Fahren wir. Okay. Mensch, ich bin die Letzte hier. Oh, bist du die richtige Größe für einen Einzelfahrer? Aber die Farbe gefällt mir nicht. Ich wünschte, sie wäre schöner. Am Ende ist Hart die Einzige ohne Familie. Ich möchte auch eine Familie haben. Am folgenden Tag fährt Hanna in die Stadt, um sich das Musical anzusehen. Aber hübsch aus. Wirklich? Vielen Dank. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ruf mich an, wenn etwas los ist, okay? Okay, viel Spaß. Okay, ich habe noch etwas Zeit. Ich kann kurz einkaufen gehen. Heute wird niemand kommen.
Ich mache einen kurzen Ausflug. Hier draußen fühle ich mich besser. Wow, ich fahre zum ersten Mal durch die Stadt. Oh. Hey, pass auf, wo du hinfährst. Das war es knapp. Es tut mir wirklich leid. Oh. Warum hältst du denn einfach an? Oh, es tut mir leid. Oh, was mache ich denn bloß? Oh, ich fahr mal hier rein. Oh. Vorsicht! Wieso fährst du in diese Richtung? Das ist doch eine Einbahnstraße! Es tut mir leid, das wusste ich nicht, du... Oh, meine Güte! Hm? Was mache ich nur? Oh je. Hey, was ist los? Oh, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Oh nein! Keine Sorge, ich kann dir helfen. Vielen Dank. Gern geschehen. Wow, sie ist sehr hübsch. Und sie trägt auch eine schöne rosa Jacke. Oh, aber die Farbe gefällt mir nicht. Würde man mich mögen, wenn ich rosa wäre? Oh, das Musical fängt bald an. Ich muss jetzt los. Oh. Tschüss. Aber ich wollte mich doch noch weiter mit ihr unterhalten. Der kleine Bus. Wow, das war so toll. Ich bin froh, dass ich gegangen bin. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Oh, das ist seltsam. Ich dachte, da wäre jemand. Das warst du? Du bist das Auto von vorhin. Was machst du denn hier? Du warst so nett zu mir. Also bin ich dir gefolgt. Wirklich? Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Hannah. Ich bin Hart. Was für ein süßer Name. Übrigens, wo wohnst du eigentlich? Ich habe noch kein Zuhause. Ich habe noch keine Familie gefunden. Ich verstehe. Oh! Tayo, was ist los? Ich glaube, mein Reifen ist platt. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Güte, halte durch. Was ist denn los, Hannah? Es tut mir leid. Ich muss etwas Dringendes erledigen. Hallo? Toto? Tayo ist in Schwierigkeiten. Kannst du ihm helfen? Was? Du bist in einem anderen Teil der Stadt? Das dauert zu lange. Ich muss selbst hinfahren. Erst muss ich einen neuen Reifen besorgen. Oh? Taxi! Ich habe es eilig. Kannst du mich zur Brücke bringen? Aber dieser riesige Reifen passt nicht in meinen Kofferraum. Niemals. Wirklich? Es tut mir leid. Oh, was mache ich nur? Das dauert zu lange. Hannah? Was? Hä? Ich habe keine Rücksitze, aber dafür einen großen Kofferraum. Oh, wow! Kann ich dir denn behilflich sein? Natürlich! Vielen Dank! Ich bin froh, dass du da warst. Oh? Oh? Die Straße ist so voll. Aha! Ich muss damit eine schnellere Route finden. Direkte Route wird gesucht. Okay. Hä? Ihr Akku ist leer. Oh, nein! Es ist ausgegangen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hannah? Ja? Steck das Pad in den Schlitz neben dem Lenkrad. Neben dem Lenkrad? Schauen wir mal. Route wird berechnet. Wow! Das ist ja großartig! Jetzt geht's weiter! Wow! Hart, sagtest du nicht, du bist zum ersten Mal in der Stadt? Wie kommt's, dass du so gut bist? Ich tue nur das, was mir der Computer sagt. Ich kann meine Gedanken mit dem Smartpad verbinden. Wow! Ist das nicht toll? Dank Hart ist Hannah rechtzeitig da und repariert Tayos Reifen.
Oh, Hannah ist also eine Mechanikerin. Sie arbeitet so hart, sogar wenn ihre schönen Sachen dreckig werden. Bitte schön. Vielen Dank, Hannah. Keine Ursache. Das haben wir Hart zu verdanken. Hart hat mir geholfen, mit dem Reifen hierher zu kommen. Dann vielen lieben Dank. Ja, danke, Hart. Oh, nicht der Rede wert. Hm? Was ist hier passiert? Was? Ich habe heute Nachmittag einen Kratzer abbekommen. Ich kann dir das sehr gerne übermalen. Komm doch mit mir zur Werkstatt. Wirklich? Darf ich? Natürlich. Na dann möchte ich gerne in einer bestimmten Farbe lackiert werden. Bitte, du bist Startler. Du siehst sehr hübsch aus. Wirklich? Ich wollte so hübsch sein wie du, also wollte ich dasselbe Pink, das du trägst. Oh. Wirklich? Das stimmt. Hannah sieht heute hübsch aus. Stimmt. Im Gegensatz zu sonst. Was? Wie sehe ich denn sonst aus? Ach, herrje. Es ist Zeit, sich von Hannah zu verabschieden. Hey, Hart. Ja? Du suchst eine Familie, richtig? Wenn du willst, kannst du dich uns anschließen und zu unserer Familie gehören. Wirklich? Ich wünschte nur, es gäbe ein Auto, das mir so wie du in einer Notsituation helfen kann. Aber ich bin doch so klein und ich kann doch wirklich gar nichts gut. Oh. Was meinst du? Du hast mir heute sehr geholfen. Oh, Hannah! Magst du also Teil unserer Familie sein? Ja, natürlich! Ah, willkommen in der Familie! Jetzt sind Hannah und die kleinen Busse eine Familie. Schön, dich kennenzulernen, Hart. Wir sind eine Familie! Es ist ein neuer Morgen im Busdepot. Oh, ich habe gut geschlafen. Es ist mein erster Morgen im Depot. Ich bin ganz begeistert! Hallo, Hart! Hey, Freunde! Wir sind gerade auf dem Weg zur Werkstatt. Willst du mitkommen? Ja! Das ist also das Geschenk? Ja! Hannah! Situ! Hallo, Kinder! Guten Morgen! Guten Morgen! Du kommst gerade rechtzeitig, Hart. Tada! Wow! So hübsch! Was ist das? Es ist ein Geschenk für Hart, um sie in der Familie willkommen zu heißen. Wow! Herzlichen Dank! Es steht dir so gut! Das ist sehr süß! Danke! Ein Willkommensgeschenk, weil wir eine Familie geworden sind. Ich bin so gerührt! Hannah, kann ich auch eins haben? Es sieht wirklich so gut aus. Tut mir leid, Lani, aber für eine Sirene brauchen wir eine Sondergenehmigung. Hart kann sie auch nur in Notfällen tragen, wenn sie Autos repariert. Okay. Sei nicht enttäuscht, Lani. An dir würde es sowieso nicht so schön aussehen. Was? Ich habe noch nie so ein Geschenk bekommen. Jetzt müssen wir Hart das Depot mal zeigen. Wer möchte das machen? Ich! Was? Ich mache es! Wovon redest du? Ich sollte es tun! Freunde? Hart? Willst du erstmal die Autowäsche sehen? Was? Nein, Gani! Oh. Du solltest nicht so reinplatzen! Nein, das wollte ich nicht! Warum machen Sie so einen Aufstand? Sie kommt mit mir! Letztendlich zeigen die kleinen Busse Hart gemeinsam das Depot. Das ist die Waschanlage! Wow! Zuerst fährst du so herein! Und wäsch dich schön sauber. Das ist ja herrlich. Psst, das ist nichts Besonderes. Systemabbruch. Was? Was soll denn das? Warum hast du die Anlage ausgeschaltet? Tut mir leid. Ich habe Hart gerade gezeigt, wie man es ausschaltet. Was? Rogi sieht aus wie ein alter Mann mit einem Bart. Das stimmt. Jetzt zeige ich dir, wie du Treibstoff tanken kannst, okay? Zuerst musst du anhalten. Genau hier. Okay. Ah,
Tankdeckel? Wow. Tayo, du hast mich vorhin ausgetrickst. Und fang an zu tanken. Tanken beginnt. Rocky! Was ist denn passiert? Was machen die denn? Das ist eine Übungsstation. Hier kannst du dein Fahren virtuell üben. Wow, das ist super! Hart, probier es doch mal aus! Oh, okay. Start! Oh. Vorsicht! Oh. Wow, was soll ich tun? Nach links! Oh. Jetzt nach rechts! Oh. Oh. Ziel, 30 Punkte! Ich bin so schlecht! Ich denke, du brauchst mehr Übung, Hart. Oh. Sei doch nicht so traurig. Es ist nur dein erster Versuch. Das stimmt. Lani war beim ersten Versuch schlimmer. Nein, war ich nicht. Doch, das warst du. Situ hat dich sogar ausgeschimpft. Lani, hast du nicht trainiert? Nein, das war ich nicht. Jetzt hört auf damit. Ja, wie wäre es, wenn diesmal die schlaue Lani Hart etwas anderes zeigt? Vergiss es, ich muss zur Arbeit. Lani! Oh. Tayo, der kleine Bus! Lani fährt nach der Arbeit zurück ins Busdepot. Ich bin wieder da! Hallo, Lani! Oh? Habt ihr etwas unternommen? Ja! Wir haben Hart die ganze Stadt gezeigt! Oh, wirklich? Danke, Jungs! Gern geschehen! Ich gehe zuerst. Okay. Okay! Alle sind so seltsam geworden, seit Hart gekommen ist. Lani! Oh? Ja, was gibt's? Ich frag mich nur... Ob du mich morgen in die Stadt bringen kannst, wenn du Zeit hast. Ich? Ja. Ich glaube, ich habe noch nicht viel mit dir reden können, aber ich will gut mit dir befreundet sein. Wirklich? Na dann. Wirklich? Dann hast du es mir versprochen. Bis morgen. Bis dann. Also, sie will wohl meine Freundin sein. Morgen werde ich viel netter zu ihr sein. Was mache ich nur? Oh, was ist denn passiert? Was ist los, Hart? Was ist denn passiert? Die Sirene, die Hana mir geschenkt hat, ist weg. Oh. Was? Wirklich? Ich habe sie genau hier hingelegt. Was mache ich denn bloß? Wein doch nicht, Hart. Hast du denn überall gesucht? Ja. Dann hat sie wohl jemand weggenommen. Genau! Lani! Du hast sie weggenommen, oder? Was? Nein! Warum würde ich das tun? Was meinst du, warum? Du warst eifersüchtig auf Hart wegen des Geschenks. Oh, das stimmt. Lani, warst du das wirklich? Was? Ihr verdächtigt mich alle? Ich bin nur... Wir müssen diese Angelegenheit untersuchen. Oh nein, Rocky! Wo fährst du hin? Wo könnte ihr Geschenk sein? Was machst du denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Geschenk hier sein könnte. Rocky, du bist der gemeinste Bus, den ich kenne. Lani! Lani! Warte! Sei nicht so sauer. Ich glaube nicht, dass sie dich ernsthaft verdächtigen. Vergiss es! Das ist alles wegen dir! Lani kommt erst spät nachts zurück. Ich habe mein Geschenk verloren. Meine Freunde haben sich gestritten. Warum ist das passiert? Oh, Hart, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Hana, es ist nur... Was? Das ist... Oh, hast du das gesucht? Da war leider etwas kaputt, also habe ich es in der Stadt umgetauscht. Wirklich? Oh, was mache ich nur? Lani muss so aufgebracht gewesen sein. Hana, ich komme gleich wieder.
Oh, Hart! Ah, Sie sind so gemein. Wie konnten Sie mich verdächtigen? Es war Harts Schuld. Sie hat nicht auf Ihre Sirene aufgepasst. Übrigens, es ist wirklich dunkel. Soll ich einfach zurückfahren? Es ist so gruselig. Nein, ich kann doch jetzt nicht zurück. Lani! Hm? Oh? Lani! Das ist Hart. Lani, wo bist du? Sucht sie mich? Sie kennt nicht mal die Gegend. Oh, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Es war meine Schuld. Puh, das bringt auch nichts. Ah! Was ist denn passiert? Wir hatten beinahe einen großen Unfall. Du musst vorsichtiger fahren. Es tut mir leid, es tut mir sehr leid. Ich habe ein geschätztes Familienmitglied gesucht. Familienmitglied? Naja, aber trotzdem. Es ist spät. Fahr zurück nach Hause. Nein, kann ich nicht. Ich muss sie finden. Du solltest auf uns hören. Moment. Oh. Es tut mir leid. Meine Freundin hat sich verfahren, als sie mich gesucht hat. Ich entschuldige mich. Lani? Also gut, seid vorsichtig. Und fahrt jetzt bitte nach Hause. Okay. Gute Nacht. Lani. Was hast du dir dabei gedacht, nachts alleine rumzufahren? Es tut mir leid. Fahren wir zurück. Okay. Lani? Hm? Es tut mir leid, dass ich dich in eine solche Situation gebracht habe. Ich habe die Sirene gefunden. Wirklich? Und danke, dass du mir geholfen hast. Ich dachte, du magst mich nicht. Du sagtest, wir sind eine Familie. Das hast du gesagt. Ein geschätztes Familienmitglied. Und Familien helfen sich doch, oder nicht? Lani! Fahren wir zurück. Wir müssen doch morgen wieder in die Stadt. Oh? Ja. Es tut uns leid, Lani. Ich habe mich wohl geirrt. Vergiss es. Also wirklich, Kinder. Ich habe auf dem Rückweg etwas gekauft. Wollt ihr es sehen? Tada! Wow! Das sieht so schön aus. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich Lani bisher noch nie etwas geschenkt. Wow. Ist das für mich? Ja, richtig. Wow! Herzlichen Dank! Versprecht mir aber, dass ihr euch nicht mit Freunden streitet oder nachts alleine rausfahrt. Versprochen. Prinzessin Lani, du bist so wunderschön. Ich denke, Lani ist der allerschönste Bus der Welt. Was ist denn mit euch los? Es ist toll, sie wieder glücklich zusammenzusehen. Die kleinen Busse und Harts sind nun eine fröhliche Familie.